Warum nimmst du die Videostruktur von anderen YouTubern? Das ist Mist. Ich glaube, ich kann nicht ganz folgen. Ich habe meine eigene Struktur, wie ich meine Videos produziere. Jedenfalls wurde mir das vorgeworfen und ich denke mir nur so, nett, nett und nochmal nett, dass ich von StarWarsBasis.de klauen soll, weil man hat seine eigenen Infos und die bezieht man auch aus dem Internet. Und ja, toll, man kann halt nicht alles machen. Und da wurde mir halt vorgeworfen, ich würde von StarWarsBasis.de klauen, was ich finde nicht nett, weil ich muss mal so denken, ich habe auch kein Konkurrenzdenken oder so. Ich sehe das eher so, dass die anderen YouTuber ebenfalls meine Holocons sind. Und natürlich sehe ich mir auch die Videos von den anderen an und versuche auch dann sozusagen Infos rauszusuchen, die die nicht haben. Ja. Und habe dann angeboten, dazu ein Background-Video zu erstellen, wo dann derjenige, der das Kommentar gesagt hat, ja, das Background-Video würde mich sehr interessieren und natürlich überzeugen. Also mache ich dieses Background-Video jetzt, um einfach zu zeigen, das hier ist kein simples Copy und finde ich scheiße, dass man das sagt. Aber gut, ich mache das hier nicht irgendwie, um Stellung zu nehmen oder so, sondern einfach um zu zeigen, Leute, ich mache das, damit ihr wisst, das ist wirklich Arbeit und ja. Er meint dann auch, dass meine Videos qualitativ nicht schlecht sind, was ich dann richtig cool dachte. Und er meinte halt nur, dass das Video grob kopiert ist. Ist aber nicht so. Also ja, klar, es ist grob kopiert, weil Star Wars Basis und so haben natürlich auch die ganzen Videos und so gemacht. Ist klar, auch mit dem gleichen Inhalt und allem drum und dran, mit den gleichen Informationen und so. Aber das lässt sich nicht vermeiden, wenn man keine anderen Infos findet, weil schon alle Infos abgegrast wurden. Und ich zeige euch jetzt einfach, wie ich meine Infosuche. Ich meine, ich habe euch gerade gezeigt, wie ich eine Liste zu viele schon so gemacht habe. Aber egal. Wie gesagt, also hier sieht man mich jetzt zum Beispiel, wie ich auf Jedipedia rumturne und nach den Todes- und Geburtsdaten von einigen meiner Leute gucke, eben weil ich an diesem Was-wäre-wenn arbeite mit Chief Palpatine. Und ich habe dann auch gesehen, zu Palpatine gibt es gar kein Geburtsdatum und war dann ein bisschen doll geflasht und musste dementsprechend meinen Text drauf zurechtschreiben, wo jetzt sowas steht wie Entschuldigung, dass ich den Faden nicht ganz finde, weil das ist nicht ganz einfach, ohne ein Geburtsdatum ein Was-wäre-wenn zu machen. Und ich habe da sämtliche Sachen gegoogelt, wie jetzt zum Beispiel auch Schlacht um Felucia, wo ich ja auch die ganzen Daten für brauche, um nochmal zu wissen, okay, ist mein Wissen, dass es jetzt 19 Nachschlachtjahren war, richtig? Und einfach nochmal, um es zu bestätigen, habe ich das gegoogelt gehabt und auch nochmal nachgelesen gehabt. Einfach, um zu zeigen, Leute, ich gucke nach Infos und damit ihr einfach mal seht, welche Seiten ich nutze. Ich nutze jedipedia.de, jedipedia.net, wikipedia.com und StarWars.com. Natürlich nutze ich auch noch solche Dinge wie StarWarsPortal.com. Und diese Seite ist ganz gut für solche Fantheorien, allerdings nicht so wirklich geeignet für jetzt wirklich Dinge, wo es auf Fakten basiert und Dinge, wo Fakten dementsprechend stimmen müssen. Da sehe ich natürlich auf den offiziellen Seiten nach, aber auch auf den Fandoms, wie hier zum Beispiel Wikipedia. Nicht Wikipedia, sondern Jedipedia und Wikipedia. Beim Jedipedia Net ist mir auch aufgefallen, dass man die Schriftart umstellen kann, die Star Wars Schrift. Finde ich mega cool. wie gesagt, also ich suche meine Infos selber raus und beziehe durchaus auch Dinge von englischen Seiten mit ein, weil nur Deutsch ist einfach nicht gut, weil man da nicht alle Informationen bekommt. Und ich habe, wie gesagt, für das Video habe ich mehrere Recherchen, also das sind jetzt wirklich alle Recherchen, die ich über das Video gemacht habe, noch lange nicht. Ich habe noch deutlich mehr Recherchen gemacht, aber ich habe die wichtigsten, da habt ihr es gesehen, ich habe gerade auch Aurebisch umgeschaltet, habe ich die wichtigsten Recherchen ausgesucht. Das kannst du halt ein- und ausschalten, dieses Aurebisch. Und da kannst du halt auf dieses Aurebisch einschalten gehen und ja, dann kannst du es auch wieder ausschalten. Ist mega cool. Kann man also mit Aurebisch lesen üben, finde ich mega cool. Weiß ich gar nicht, ob es das in Wikipedia gibt, müsste man mal ausprobieren, habe ich jetzt nicht gemacht. Ja, ich tue jetzt hier nochmal kurz auf Star Wars rum, einfach um zu zeigen, dass ich auch diese Webseite nutze. Ich habe da letzten Endes auch rumgesucht, habe das jetzt allerdings nicht mitgeschnitten gehabt in meinem Video. Und ja, jedenfalls suche ich da jetzt auch nach Snoke, weil der ebenfalls in meinem Video vorkommt und
Ja, ich habe halt danach gesucht und habe da dann auch noch einen Fehler entdeckt, nämlich Snoke ist 34 nach Schlachtjavin, war da irgendwas und ich hatte 31 nach Schlachtjavin gesehen, bin dann dementsprechend in meinen Ordner rein, habe die Datei geöffnet, das was wäre wenn, und habe da halt gesehen, 31 nach Schlachtjavin kann ich stimmen, also habe ich das eben fix umgeändert und dann auch dementsprechend das nach Schlacht Felucia Datum musste ich abändern und hab das auch fix gemacht und ja, dann am Ende wird der Text einfach kopiert, wie wir jetzt, oder ausgedruckt, wie wir jetzt sehen, und dann wird das einfach vertont, indem ich einen Ordner bei mir liegen habe und ich den Text so gesehen ablese und das halt versuche ein bisschen frei zu sprechen und aufgrund dieser Texte basieren dann halt meine Videos. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, man sieht sich. Ich hoffe, ich konnte damit einmal reinen Tisch machen. Hier kann man auch sehen, dass ich mir selber auch Notizen gemacht habe, wie zum Beispiel seltene Vornamen, Tabellen. Ich habe mir alles Mögliche wirklich rausgesucht und auf meinen Schreibtisch drauf gepinnt, einfach nur, dass die ganzen Infos stimmen, weil man möchte sich ja nichts angucken, wo die Infos nicht stimmen. Und deshalb habe ich mir da was angepinnt, wo man immer schön die Infos sieht und habe deshalb sehr, sehr lange daran gearbeitet. Und ich hoffe, wie gesagt, ich konnte alle Irrtümlichkeiten irgendwie, keine Ahnung, ausräumen damit, dass es heißt, ja, das ist bloß ein bloßes Copy, weil das ist nicht so, ich stecke da wirklich Arbeit rein und auch für ein Was-wäre-wenn recherchiere ich, auch wenn es normalerweise nur ein Theorienvideo ist, aber mir ist das nicht egal und auch dafür recherchiere ich, weil es mir das wert ist und ja, ihr könnt mich jetzt nochmal dabei sehen, wie ich an sich eigentlich diese Tabelle angefangen habe aufzubauen, was ich aber wie gesagt später verworfen hatte. Zu dem bloßen Kopieren möchte ich einfach mal sagen, ich finde es schade, dass die Menschen immer so sagen, ja, du kopierst bloß von anderen YouTubern oder du nimmst den gleichen Content wie die anderen YouTuber. Dazu muss man aber einfach sagen, dass es auf manchen Seiten einfach keinen anderen Content mehr gibt, weil der schon von allen anderen YouTubern abgegrast wurde und du dann dich mit dem zufrieden geben musst, was du noch hast und das ist dementsprechend dann halt, ja, das zu nehmen, was die anderen schon haben. Und das Problem ist dabei dann halt immer, dass dann immer solche Sachen kommen wie, das hast du von Star Wars Basis geklaut, wenn das Video von Star Wars Basis noch recht aktuell ist. Deswegen versuche ich immer irgendwelche Themen zu nehmen, die bei den YouTubern eben schon ein bisschen in der Vergangenheit liegen, dass man nicht sagen kann, hey, du hast es einfach nur geklaut, weil du das Video jetzt vor kurzem gesehen hast. Nein. Klar, ich gucke mir wie gesagt auch die YouTuber an und versuche natürlich auch darüber mein Wissen zu erweitern, weil ich weiß, auch die arbeiten mit den gleichen Webseiten wie ich und ich persönlich weiß einfach, dass ich da Arbeit reinstecke und ich finde es ein bisschen schade, wenn dann Leute kommen, ja, nee, das ist doch gar nicht richtig, was du da machst und das ist doch alles voll für den Arsch und alles nur kopiert und so, weil ich kann sagen, nein, das ist nicht so. Ich kann sagen, ich recherchiere für euch, auch bei Theorienvideos und ich will jetzt auch demnächst Videos über Gestalten machen, die jetzt zum Beispiel in Star Wars oder Star Wars The Clone Wars oder so nicht so wirklich großen Platz bekommen haben, die dennoch eine sehr, sehr wichtige Funktion in Star Wars haben. Ich sag nur Rick Nehmer oder zum Beispiel auch Leute wie Yocasta Nu, die einfach mal null gewertet werden, weil die meisten Videos über Darth Tyrannus, Darth Vader, Chief Palpatine, Jabba, Boba und so machen. Und solche Leute, die halt jeder kennt. Und ich möchte jetzt halt auf die Leute gehen, die nicht so wirklich bekannt sind, einfach um zu zeigen, Leute, das ist was, das machen andere YouTuber nicht so wirklich. Die nehmen Leute, die sehr, sehr bekannt sind, über die man sehr, sehr viel weiß. Und ich will halt jetzt mal aufräumen und auch was über die Charaktere machen, über die man halt so gut wie nichts kennt. Ich habe schon gestern in der Jedipedia, beziehungsweise in dem Discord-Account von Jedipedia, bemängelt, dass es über Rick Nehmer nicht wirklich viele Infos gibt, wo mir dann jemand gesagt hat, dass alle Infos in dem Jedipedia kanonisch sind und durchaus vollständig sind. Wo ich dann sagen musste, finde ich ein bisschen schade, weil nur Infos über den Reizentzug bekannt sind, wie sie die Jedi darüber aufklärt. Und das könnt ihr aber auch in meinem Video Reizentzug nochmal nachgucken, nämlich wie funktioniert der Reizentzug und was ist er, glaube ich, war der Titel. Oder andersrum mit
Was ist der Reiz in Zukunft? Wie funktioniert der? Ich glaube, so rum war richtig. Jedenfalls gibt es darin auch noch einige Infos über Regnema, welche allerdings auf den Reizentzug bezogen sind. Und da es über Regnema einfach nicht wirklich viel mehr zu sagen gibt, ist das eigentlich auch schon das Video, was es über Regnema zu machen gibt. Dennoch möchte ich nochmal explizite Videos machen, wie zum Beispiel zu Yucasta Nu oder auch zu jemandem wie Will of Tarkin oder auch über andere Charaktere. Und naja. Das ist meine Arbeit, was ich mir in Zukunft so vornehmen werde. Das war schon wieder von mir. Ich wünsche euch viel Spaß und macht's gut.